Sehr schön. So, Shelf Control, da stellen wir halt immer so interessante Quellen vor. So, sei es Bücher, Filme, Websites und so weiter. Und diesmal haben wir zwei Sachen, nämlich einer, das hier von Professor Matthias Quent, Klimarassismus, lohnt sich total, weil es gibt halt eben eine Verquerung zwischen progressive Strömungen der Gesellschaft per se zu verhindern. Das heißt, es gibt ein Momentum, wie versucht, im Prinzip die neue Rechte zu mobilisieren gegen das Klimathema, weil da eben auch ein Gerechtigkeitsthema drin hängt, nämlich Nord gegen Südhalbkugel und so weiter und irgendwie Klimakolonialismus und so weiter. Und dann natürlich auch, dass wir früher oder später mit einer neuen Flüchtlings- oder Geflüchteten-Situation zu tun haben. So, und dagegen baut die Rechte im Prinzip schon auf. Also seit die AfD, seit es die gibt, kämpft die dagegen. Der Professor Quent ist selber, glaube ich, Professor für Soziologie und hat das eben alles mal sehr schön aufgezählt und aufgespießt, das Ganze. Es lohnt sich sehr und es macht wütend. Es macht auf eine ganz, also ich habe viel mit dem ganzen Thema Antirassismus und so weiter schon sehr viel in meiner eigenen Biografie immer wieder zu tun, weil mich das irgendwie schon immer angepiekst hat und so weiter. Und hier ist das nochmal irgendwie in einer anderen Dimension. Es ist total gruselig. Spannend auch, der Herr Quent wird uns besuchen. Er ist auch bald Gast bei uns und so weiter. Und ja, wer jetzt hier vorbereitet sein will, kauft sein Buch und schaut schon vorbereitet. Sehr gut. Und dann haben wir auch dabei diesmal die Klimaschmutzlobby. Das ist ein Buch, das haben wir schon ein paar Mal erwähnt, weil es nämlich tatsächlich ziemlich gut ist. Ist auch sehr gut zugänglich und es ist auch etwas, wo man, also es gibt eine Welt, bevor man das gelesen hat und danach, dass man es gelesen hat, weil das halt einfach sehr gut aufzeigt und aufzählt, halt eben, wie diese organisierte Verhinderung von wirksamem Klimaschutz funktioniert. Und das haben diese beiden Journalistinnen aufgearbeitet über eine lange Zeit. Es ist wirklich großartig. Es gibt bei Thilo Jung gibt es ein Interview mit einer der beiden Autorinnen und die Annika Jüris wird auch bei uns zu Gast sein und mit der werden wir dann auch dazu sprechen. Ich glaube, irgendwann im Juni oder so, ne? Oder Patrick? Genau. Also muss man mal gucken, weil Juno bin ich jetzt doch überraschenderweise auf der Republika. Ja, richtig. Das wäre sozusagen an diesem Sendetermin, aber wir finden da bestimmt die Woche später oder so mit Annika noch einen neuen Termin. Oder du musst es mit ihr machen, je nachdem. Aber schauen Wir kriegen das hin. Auf jeden Fall, sie kommt. Ich freue mich riesig darüber. Das ist wirklich großartig.